Ja, da sind wir auch schon wieder. Ich weiß, ich drehe heute stundenlang. Und ich will endlich rausfinden, wie das geht hier. Stehen irgendwelche Zahlen drin? Nein. Stehen irgendwelche Zahlen an den Statuen? Nee, auch nicht. Ich würde mal sagen, das bedeutet 5. Da bedeutet 2. Weil mir ist aufgefallen, dass da diese Dinger. Unterschiedliche Dings haben. Also. Wisst ihr, was ich meine? Da sind 4 Schlangen drauf. Da sind 3 drauf. Da ist nur eine drauf. Oh nee, der ist ja gar nicht gegen Hitze empfindlich. Ha. So. Also, das war jetzt rot, gelb. Nee, rot, grün, blau, lila, gelb. 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 Ach ja, rot, grün, blau, lila, gelb. Ich kann es noch ein paar Mal aufsagen, wenn ihr wollt. Rot, grün, blau, lila, gelb. Oh, hier geht's weiter, da will ich aber noch nicht lang. Rot, grün, blau, lila, gelb. Rot, grün, blau, lila, gelb. Ich bin eine alte, vergessliche Frau. Du hast Dumpa gefangen. Rot, grün, blau, lila, gelb. Gut. Rot. Rot. Grün. Blau. Lila. Gelb. Jawohl. Oh, da, sie wird runtergebeamt. Das ist aber nett. Was? Hey, wieso kam jetzt zweimal das gleiche Geräusch? Das mag ich nicht. Scarlet gefangen. Gut. Ah. Aber eine Sache bleibt noch. Ich habe da nämlich gerade ein paar Edelsteine gesehen, die unbedingt gesammelt werden wollen. Wir wollen ja zu 100% spielen, ne? So. Hinter dem auch noch? Nee, ne? Da komme ich auch am besten hoch, wenn ich da einfach an den Seiten runterspringe. Hoch mit dir, Spyro. Ich sollte vor lauter Drehen nicht vergessen, auch heute ein paar Parts freizugeben. Ich glaube, da ist ein Schlüssel sogar. Ja, wir haben unseren Schlüssel gefunden. Da können wir auf jeden Fall dann auch schon mal noch eine neue Truhe aufmachen, die wir auf dem Weg schon gesehen hatten. Ja, so kommen wir auch hoch. So, das passt ja alles. Und wenn am Ende wieder irgendwas fehlt, dann raucht aber die Hütte hier. Jetzt fahre ich auch noch runter. Wird Zeit, dass wir mal wieder ein Leben kriegen. Hoch da. Ey, wenigstens war ich für das Rätsel nicht zu blöd. Sonst hätten wir hier wieder stundenlang gehangen. So, rüber.
Hier auch nochmal. Und dann haben wir es gleich geschafft, aus diesem Abschnitt rauszukommen. Ah, wunderbar. Elektroatem an. Weg mit dir. Okay, ist nichts Besonderes anscheinend. Moment. 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 Nur auf Nummer sicher gehen. Dass da unten wirklich nur Lava ist. Okay, gut. Wir können weiter, Spyro. So. Erstmal den Lava-Dings da durchlassen. Wir wollen ja nicht getroffen werden, ne? Was ist denn hier los? Da ist so ein Riss in der Wand. Oder ist der egal? Okay, dann ist der scheinbar egal. Dann werden wir ihm auch keine weitere Beachtung schenken. So. Waren wir hier unten schon mal? Nee, in keiner Weise. Kommen wir hier einfach so auch wieder hoch? Wahrscheinlich nicht. Aber da hinten geht es anscheinend sowieso nicht. Doch, da hinten geht es weiter. Ach komm, wir kommen da schon irgendwie wieder hoch. Müssen ja. Ich werde aber mich hier unten rechts runterstürzen. Aus dem einfachen Grund, weil hier hinten vielleicht irgendwelche Edelsteine versteckt sein könnten. Sind sie aber nicht. Oh, da ist die Leiter. Habt's gesehen? Da ist eine Leiter gewesen. Da kommen wir dann problemlos wieder hoch. Genauso wie da eine Leiter ist. Hier zu unserer Linken jetzt. Und dann hier runter. Und ein Herausforderungstor. Na super. Ein Herausforderungstor. Was wird das wohl sein? Erstmal die Edelsteine. Dass wir die auf jeden Fall schon mal haben. Da ist ein Herausforderungsportal. Das haben wir schon gesehen vorhin. Wieso liegt hier ein einsamer Edelstein in der Gegend rum? Das haben wir jetzt alle. Gut. Ja. Ne? Oben noch drei. Wir liegen gut in der Zeit. Würde ich mal schätzen. Also die Aufgaben werden mit Fortlauf des Spiels immer leichter. Verdachte Spyro, du hast die Herausforderung bestanden und eine Libelle befreit. Jawohl. Das ist sehr gut. Ich habe irgendwas im Auge. Deswegen höre ich mich auch gerade so komisch an. Ah. So. Wir haben was gefangen und die Musik setzt aus, weil alle so geschockt darüber sind, dass wir was gefangen haben. Herausforderungstor später. Also Portal. Später. Später, später, später. Dem Stress will ich mich jetzt gerade nicht aussetzen. Wir wissen, wo es steht. Das ist die Hauptsache. Ich habe das Gefühl, die Level werden aber immer größer dafür. Okay. Wozu genau jetzt die zweite Plattform da ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich damit man zurück kann. Ja, das müsste so sein. Von der zweiten auf die erste und dann ist man hoch genug, um wieder zurückzulaufen. So, nicht den Stein vergessen, Sparks. Was ist denn da unten los, bitte?
Was zur Hölle? Aha, will ich wissen, was das ist? Oder will ich das nicht wissen? Ich bin mir da nämlich nicht so sicher, ob ich das wissen möchte. Ich finde es ein bisschen doof, dass die Grünen keine Steine spawnen. Andererseits weiß ich dann wenigstens, wonach ich suchen muss. Ne? Da unten ist ein Herausforderungstor. Das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, was das für komische Viecher da unten sind. Ja komm, stirb. Danke. Denn wir können für den Bosskampf, für den zweiten, auf jeden Fall eine Menge Leben gebrauchen. Denke ich mal. Also da übertreibe ich garantiert nicht, wenn ich sage, das wird schwer. So, und nun? Jawohl. So. Wo soll ich denn lang? Achso, nee, hier geht's regulärer Weg. Und da geht's zum Herausforderungstor. Ey, lass mich erstmal die Edelsteine einsammeln, bitte. Verflixt und zugenäht. Diese verdammten R1000 haben mein Labor zerstört und sind mit meiner Ausrüstung abgehauen. Hallo. Oh, hallo Spyro. Könntest du mir vielleicht helfen, meine Ausrüstung... Nein, momentan nicht. Tja. Bastard. So, jetzt kann ich dir helfen. Wenn du sie noch willst, meine Hilfe. Oh, hallo Spyro. Könntest du mir vielleicht... Sie haben sich meine Ausrüstung geliehen. Du musst sie mir nur zurückbringen. Ganz einfach. Das ist alles, was ich tun soll? Und wie genau soll ich das tun? Da draußen ist eine Lavagrube. Ach ja, wir Wissenschaftler müssen manchmal auch über diese Lava gehen. Deshalb haben wir diese Geräte erfunden, die du auch benutzen kannst. Hier, ich schalte sie für dich ein. Musst du nur noch durch dieses Tor gehen. Dann kannst du die Lava heil überqueren. Ah ja. Die Unverwundbarkeit gegenüber der Lava hält allerdings nicht sehr lange an, Spyro. Wiederkommen, um sie aufzuladen. Cool. Jetzt trete ich den Redtox in den Allerwertesten. Viel Glück! Okay. Hallo? Eis? Ja. Ich lade sie mal auf. Hallo? Ich will mir Unverwundbarkeit aufladen. Dann halt nicht. Ach nee, oder? Wen haben wir denn da? Das ist ja ein Zufall. Der Professor ist ein ganz schöner Lügner. Von wegen, ich könnte jederzeit... Ja, jetzt kann ich. Aber jederzeit war gelogen. Ja, lach nur. Dir wird das Lachen schon noch vergehen. Was liegt denn hier rum? Ach, Ausrüstungsteile. Die muss ich auch noch einsammeln. Super. Ach ja. Nee, dann muss ich ja nochmal zurücklaufen. Und bei dem zweiten, den ich besiegt habe, nochmal gucken.
Das ist ja mal komisch. Da ist es. Fehlen noch 4. Hier hinter ist doch bestimmt auch einer. So wie ich das Spiel kenne. Nö, ausnahmsweise mal nicht. Okay. Wie gut, dass während des Einsammelns die Zeit natürlich auch weiterläuft. Selbstverständlich. Noch 2. Erstmal aufladen gehen. Und dann da hinten gucken. Da ist bestimmt was. Da ist schon mal der eine. Und der andere ist bestimmt dieser Höhle drin. Würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn der hier hinten drin wäre. Ach, hier ist auch noch ein Herausforderungstor. Das ist ja was. So, okay. Ach so. Ich bin ja doof. Nein, du sollst dir nicht wehtun, Spyro. Wie oft habe ich dir ja schon gesagt, dass du dir nicht wehtun sollst. Ah. So. Jetzt holen wir uns da erstmal unsere Libelle ab. Ich habe heute viel zu wenig getrunken und ich krieg so schlecht Luft, weil mein Rücken so kaputt ist. Ich habe irgendwie total schlecht geschlafen. So, her mit der Libelle. Gut gemacht, Spyro. Du hast alles gefunden. Hier, ich habe zwischen dem ganzen Schrott meiner Ausrüstung im Labor diese Libelle gefunden. Du kannst sie haben. Das ist aber nett. Dir fehlt übrigens ein Brillenglas. Du hast Jason gefangen. Komischer Kauz, ey. Naja, aber jetzt habe ich es da erledigt und dann kann ich ihn ja in Zukunft ignorieren. Gott, was haben wir denn hier alles für Probleme? Also erstmal haben wir einen Haufen Edelsteine. Einen Haufen dieser Leguane. Dann haben wir da noch einen Raum. In dem nichts drin ist. Scheinbar. Toll. Unnützes Zeug. Und wieder so ein Mauserich. Hey, Spyro, dieser miese alte Dieb da drüben hat mir... Ups. Ach. Gestohlen, ist das zu fassen, ja. Ich habe einen biomolekularen Hologrammprojektor gestohlen und ich würde dich reich belohnen, wenn du ihn mir wiederbringen könntest. Mhm. Was will er denn damit? So, wo ist der Projektor? Wo ist dieser Projektor? Ich muss meine Unsterblichkeit aufladen. So. Aber wo ist dieser verdammte Projektor hin? Aua! Wenn der jetzt kaputt ist, weil der in die Lava gefallen ist, dann kotze ich. Ich habe den Dieb besiegt. Gut. Danke. Du hast Bonky gefangen. Erst durch das Tor. Alles andere wäre nicht gesund.
Sparks kriegt den Schmetterling nicht. Hier müssen doch noch mehr Edelsteine sein, oder? Nee. Okay. Keine weiteren Edelsteine. Ist hier irgendwo eine Leiter? Nee. Gut. Oh, Spyro, stell dich nicht so an. Noch ein Mauserich. Das nimmt er hier überhand. Ruf mal einen Kammerjäger. Du hast es geschafft. Super. Ach, das war doch nichts. Zur Belohnung für dein heldenhaftes Bemühen und im Namen der Wissenschaft möchte ich dir das hier geben. Du hast Wonki gefangen. Wonki und Wonki. Das passt ja. Wie die Faust aufs Auge. Wie viele Edelsteine fehlen uns? Fünfzehn. Okay. 15 Edelsteine. Wenn das hier alle sind, dann bin ich echt zufrieden. Was? Waren hier mehr Edel... Ihr habt es doch gesehen, hier war doch alles vollgelegen mit Edelsteinen, ne? Hier waren mehr Edelsteine, als wir brauchten. Bahak! Aber so richtig. Hier war... Ihr habt es gesehen, oder? Ich habe die Edelsteine fertig gehabt und, dann sind... Die anderen noch despawned, die noch da waren. In jedem anderen Level waren exakt die Anzahl, die man brauchte, da. Wenn das mal nicht als 101% danach erzählt, ne? So inoffiziell. Du hast Jean-Marc gefangen. Jean-Marc. Mhm, sehr schön. Gucken wir nochmal unser schlaues Buch. Wir haben 87% geschafft. Und uns fehlen hier noch zwei Libellen. Das heißt, die beiden Herausforderungstore sind im nächsten Part auf jeden Fall dran. Und dann begeben wir uns das erste Mal in die Diebeshöhle und versuchen uns nochmal an der zweiten Phase des Bosskampfes. Wie das aussieht, das will ich gar nicht wissen eigentlich. Aber ich quäle mich dadurch. Weil es macht ja schon Bock, aber... Manchmal könnte man auch einfach nur durchdrehen. Also, dann bis zur nächsten Folge. Ciao!